zu einem neuen Video. Heute war eigentlich ein anderes Video geplant. Und zwar wollte ich euch heute eigentlich Tipps zum realistischen Zeichnen geben. Aber ich hatte viel, viel mehr Lust auf eine Challenge. Deswegen machen wir heute eine Challenge. Die habe ich selber noch nie gemacht, aber schon sehr oft gesehen. Und ja, ich werde die heute selber mal ausprobieren. Und zwar ist es so eine Art Licht-Challenge. Also der Raum ist dunkel. Und da macht man zum Beispiel eine Lichterkette an, wenn man so LED-Streifen zum ganzen Zimmer hat und macht die in einer Farbe an. Zum Beispiel in Rot und dann ist das ganze Zimmer in Rot und dann kann man nicht sehen, welche Farben man benutzt und hofft, dass es gut aussieht. Und meistens ist das Endergebnis hinterher sehr bunt. Und ich habe mir jetzt schon mal erlaubt, die Skizze zu machen. Ich werde heute in rotem Licht zeichnen. Okay, die Challenge geht jetzt los. Das Ding ist, die Qualität ist sehr schlecht, weil das Ganze hier alles jetzt plötzlich so dunkel ist. Hier müsste irgendwo lila sein. Aber ich weiß nicht, ob das lila ist oder ob das hier vorne lila ist. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Also ich habe Angst, dass es hinterher gut aussieht. Also einerseits wäre es natürlich gut, aber ich weiß zum Beispiel bei diesem Ton, ich weiß ja noch ungefähr, wo hier welche Farbe war. Zum Beispiel weiß ich nicht, ob es jetzt ein rosa, ich weiß nicht, ob das ein rosa, ein pink oder ein helles lila ist. Deswegen werde ich jetzt vorne von gelb noch ein paar rausnehmen, von gelb und von orange. Und von grün, braun und schwarz, glaube ich, werde ich mir noch ein paar mit rausziehen. Und vielleicht einfach hier zulegen. Und ich werde mir nicht merken, wo ich die hinlege. Dann wird das Ganze vielleicht ein bisschen spannender, wenn ich noch aus Versehen ein paar andere Farben mit reinmische. So. Weiter geht's. Bin fertig und ich werde jetzt die roten Lichter ausmachen und dann werde ich den Roller dann hochmachen und meine Live-Reaktion könnt ihr jetzt gleich sehen. So, ich mache jetzt den Roller dann hoch. Ich habe noch nichts gesehen. Ich sitze jetzt und auf drei drehe ich mich um und okay, ich bin gespannt. 1, 2, 3. Was habe ich gemacht? Nein. Oh mein Gott. Was? Das ist sehr bunt. Oh mein Gott, ich mach mal kurz die Lampe an. Vielleicht sieht man so ein bisschen mehr. Das ist so bunt. Ich dachte, oh mein Gott. Oh, hier liegen auch die ganzen Töne, die ich zum Weiß untergemischt habe. Hier, das waren die ganzen Töne, die ich für Weiß genommen habe. Ich habe sogar Weiß genommen. Hä? Oha, ich habe sogar Weiß genommen. Ich habe Weiß gezogen. Aber ich habe kein Schwarz gezogen. Ich dachte, ich habe Schwarz gezogen für das Innere. Ich habe dieses lila. Oh. Ja, okay. Oh Gott. Falls ihr gegrüßt werden wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten grüße ich heute Moonlight. Und ja, viele Grüße.